Ja, da bin ich wieder. Es ist immer noch der Event Red Guards dran, deswegen stört euch nicht an den roten Linien und dem Rand eventuell. Ich wollte euch noch mal zeigen, es finden jeden Tag Events statt. Red Guards ist einer und das andere könnt ihr hier in dem Event Center finden. So, da kann ich jetzt mir mal angucken, was gibt's denn da? Ich kann also, wenn ich will, das Schloss praktisch bauen. Dann kriege ich dafür auch Belohnungen. So, das will ich aber nicht. Ich gehe hier nochmal drauf, was ich will. Ist folgendes hier. Ihr seht Gold-Event Königsreichs-Raubzug. Ne? Das ist die ganze Woche über angesagt. Und da ist jetzt die Phase, wo ich Bau und Forschung machen muss. Das heißt, das klicke ich mir mal an. Da habe ich noch nichts, wie ihr seht. Und da möchte ich gerne das haben, ist klar, ne? So. Wie kriege ich das jetzt? Ich gehe jetzt in den Innenbereich. Und gehe jetzt hier mal, tue jetzt mal so, als wollte ich das bauen. Und gucke mir mal an, was man dafür braucht, was ich noch nicht habe. Ja, das habe ich alles noch nicht. Das wird auch noch dauern, bis ich das alles zusammen habe. Und weil ich das Schloss nicht erhöhen kann, werde ich jetzt, weil das die Aufgabe für heute ist, um Gewinne zu erzielen, versuchen, ein anderes Gebäude zu erhöhen im Level. So, hier haben wir, das ist 28 und das Schloss hat auch 28. Das heißt, das können wir nicht erhöhen. Das ist 28, 28. 28 habe ich alles schon. So, hier ist auch 28, 28, 28. Aha, ich sehe gerade was. Ja, das kommt jetzt dazwischen, aber das werde ich euch gleich sagen, was das bedeutet. 27, so, so. Das haben wir noch nicht. Das ist nämlich die Akademie und was jetzt dahinter ist, kann ich leider nicht sehen, weil das Ding davor ist. Ich versuche mal, die Akademie zu verbessern, weil ich kriege ja Punkte dafür, wenn ich jetzt Bau und Forschung mache. So, was habe ich da? Da fehlt mir etwas weniger und ich traue mir das jetzt einfach mal zu. Besser ist, wenn ihr vorher überlegt, ob ihr wirklich auch so viel habt, ne? Ich mache das aber jetzt mal nicht. Das könnt ihr sonst im Inventar nachgucken. So, wenn das jetzt auf grün geht, dann habe ich genug. Auf weiß, ja, genau. Holz habe ich bereits genug. Jetzt kommt noch Eisen. Da muss ich dann das Eisen anklicken und das aus dem Inventar alles rausholen, um das hochzuleveln, um die Akademie hochzuleveln. So, das habe ich auch erledigt. Jetzt kommt Silber. Da kann ich auch aus dem Inventar einiges rausholen. Jetzt muss ich mal gucken, wann geht das auf Weiß. Immer noch nicht genug. Immer noch nicht genug. Ja, da habe ich doch. Es hat geklappt. Also, jetzt habe ich alles zusammen, um ein Upgrade zu machen für die Akademie. Und das mache ich jetzt auch. So, jetzt steht da, das dauert 3 Tage und 22 Stunden. Das kann ich mit meinen Beschleunigungsguthaben beschleunigen
und mache das einfach, indem ich jetzt alle Stunden, die ich habe, auch da raushole. So, jetzt kann ich free, das heißt, ich kann das jetzt anklicken und dann ist das fertig. Das geht natürlich in der Praxis alles nicht so schnell, aber es macht Spaß, dass mal irgendwas schnell geht beim Baubereich. Gerade als Bauzeichnerin bin ich froh, wenn ich nicht so viel Zeitplan machen muss. Für die Handwerker zum Beispiel. So, jetzt habe ich das ja praktisch hochgelevelt und erreicht, dass ich jetzt gucke ich mir meine Gewinne an unter Nachrichten. Aha, ja, das war klar, das kann ich als gelesen markieren. Jetzt kommt System, das ist das Spannendere. Da sieht man, ich habe Rundenbelohnungen. Das heißt, die kann ich mir jetzt abkassieren. Das andere sind hier die Red Guards, das sind nur Berichte, dass die jetzt da mich dauernd angegriffen haben. So, wo kann ich jetzt die Gewinne abrufen? Ich gucke jetzt hier im Event Center nochmal nach, unter Gold und Eisen. Und siehe da, ich bin kurz davor, diese 400 Gold zu kriegen. Ja, wie kriege ich die jetzt? Da steht ja Bau und Forschung. Also ich kann im Grunde noch versuchen, weil ich gerade auch sowieso meine Akademie hochgelevelt habe, da eventuell Punkte zu kriegen. Da gibt es verschiedene Bereiche. Ihr seht, Verteidigung ist am wenigsten, deswegen versuche ich das jetzt auch zu ergänzen. Da habe ich schon einiges. Das hier fehlt noch. So, dann versuche ich das mal. Gesundheit der Anwesenheitsverteidiger. Da brauche ich auch einiges für, nämlich 1,4 Millionen Holz. Die habe ich noch. Dann nehme ich die. So, jetzt kann ich das hier abschließen und beschleunigen, damit der Vorgang schneller geht mit meinen sämtlichen Zeiteinheiten, die ich noch gut habe. Und jetzt kann ich hier noch mal gucken bei Nachrichten. Ja, leider ist kein Systembericht da. Das heißt, ich bin nicht weitergekommen. Das kann ich natürlich auch hier noch mal nachkontrollieren. Es reicht immer noch nicht. Gut, dann versuchen wir es noch mal mit demselben Bereich. Verteidigung, da war ich ja schon weiter. Machen wir eben das hier, Verteidigung, Forschung, 1,5 Millionen. Ich muss das praktisch so lange machen, bis dass ich dann am oberen Bereich angekommen bin und meine 400 Gold abkassieren kann, die ich natürlich brauche für. Ich mache jetzt noch das hier zusätzlich, um ganz auf Nummer sicher zu gehen. Oh, das sieht schon schlechter aus. Das weiß ich nicht, ob ich das noch habe. Ja. Ihr könnt das natürlich immer pingeligerweise alles nachrechnen. Habt ihr das noch? Das muss man natürlich in der Realität, wenn man ein Gebäude baut, sowieso machen. Aber das ist jetzt hier ein Spiel und ich gehe mal davon aus, dass ich Glück habe. Habe ich auch. Denn jetzt habe ich auch hier diesen Punkt erfüllt und kann das beschleunigen mit der Geschwindigkeit. So, jetzt habe ich hier wieder zwei Nachrichten. Ja, Rundenbelohnung, bla 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 und die 480 Gold sammeln. Zack. Fertig aus. Jetzt kann ich hier im Inventar gucken. Ja, 480 Gold, die will ich natürlich haben. Und siehe da, dann habe ich 3.285 Gold insgesamt. Das reicht für das nächste Schild morgen. Jetzt zeige ich euch noch das hier. Was bedeutet das? Das heißt immer, dass im Grunde in der Schmiede etwas möglich ist an dem
Kostüm, also an der Ausrüstung von dem Dings zu ändern, von dem Lord. Und zwar habe ich jetzt die Möglichkeit, das Silberdrachenschwert zu schmieden. Das tue ich natürlich auch. Da zeige ich euch jetzt mal, wie sich dann die Punkte verändern. Und die Runen, das Runenbutton kann ich auch verbessern. Ja, das hat natürlich alles Geschichte, wenn man sich damit auskennt. Runen hat eine, ist ein Schlüsselwort in der Geschichte. Ja, das muss ich aber jetzt nicht erklären. Hier sehe ich dann jetzt, ich habe das Schwert neu erworben und ich habe auch damit meine Punktezahl erhöht in der Allianz. Ich möchte aber gerne das Schwert noch richtig mit verbessern, mit Edelsteinen. Da muss ich das anklicken. So, hier sehe ich jetzt die ganze Reihe von den Sachen, die ich schon habe. Ich will aber praktisch das Silberdrachenschwert von der Edelsteinwaffenkammer ausrüsten mit diesem hier. Da gehe ich dann auf Herstellen und auf Bestätigen. Und jetzt kann ich das noch verbessern. Das dauert, weil das muss man mehrfach machen. So, jetzt habe ich das erste Ding. Wo habe ich es denn? Habe ich jetzt falsch geklickt? Moment mal eben. Das Ganze nochmal. Aha, da ist es jetzt. Da gehe ich auf Verbessern. Wenn ihr irgendwas falsch gemacht habt, so wie ich gerade, das ist nicht so schlimm. Da könnt ihr das nämlich hier wieder zerlegen gleich, was ich euch noch zeige. Aber jetzt machen wir erstmal das hier zu Ende. Gehe ich wieder auf Herstellen, auf Verbessern. Und jetzt noch das dritte. Herstellen. Ja, das ist ein bisschen zeitaufwendig alles, ne? Wie ihr seht, aber die Hauptsache, es macht Spaß und lenkt ab von trüben Gedanken, die man ja bei Corona des Öfteren mal ganz gerne hat. Obwohl man eigentlich ganz gerne hat, man sie auch nicht, ne? So, verbessern. Ich könnte jetzt nonstop bei Google irgendwelche Nachrichten lesen. Ich könnte mich auch mit irgendwelchen Themen beschäftigen, aber ich mache gerne praktische Sachen und das heißt zum Beispiel Spiele. So, ich sehe hier, die anderen Sachen sind auch noch nicht bestens. Das kann ich auch verbessern. Wenn da rote Punkte sind, ist immer was zu erledigen. So, hier geht es nicht weiter. Jetzt kann ich da wieder raus. Jetzt kann ich hier noch mal gucken. Aha, der Stiefel ist auch noch nicht in Ordnung. Da gucken wir mal nach dem Stiefel. Da können wir hier was verbessern. Anscheinend geht das nicht. Was machen wir da? Genau das, was ich euch eben gesagt habe, nämlich wir zerlegen diese Edelsteine. Dann haben wir nämlich davon was mehr und dann gucken wir mal
wir das hier vielleicht doch verbessern können. Ja, es ist rot angezeigt, das heißt, ich kann das verbessern. Fein. So, das haben wir erledigt. Hier war noch bei dem Blutzahnanhänger was. Das können wir auch verbessern. So, jetzt haben wir insgesamt, hat mein Lord jetzt 369.739.362 Punkte. Das ist sehr gut und VIP 12 ist das Höchste, was man kriegen kann. Das kann man aber, weil da ein roter Punkt ist, auch jedes Mal nochmal abgreifen. Und hier diese, wie viel ist das nochmal? 55 Gold, genau. Die kann man dann hier nochmal im Inventar auch wieder verwenden. Ja, das ist erstmal wieder genug, ne? Für mich auch übrigens. Bis bald.